Hallo zusammen bei Swissmade. Wir stellen euch den Schweizer Science-Fiction-Film Cargo vor und geben euch Einblick in die Dreharbeiten des Animationsfilms FC Murmeli. Und das sollte ja noch ein bisschen mehr Euphorie in die Schweizer Fußballfans bringen, zumindest bis an die EM. Aber zuerst sehen wir jetzt ein Update mit den News aus der Schweizer Filmszene. Beim 30. Internationalen Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand, Frankreich, hat ein Schweizer Film den großen Filmpreis abgestaubt. Auf der Strecke von Reto Kaffi, der bereits mit dem Schweizer Filmpreis geehrt wurde, gewann den mit 6.000 Franken dotierten Grand Prix. Der Berner Regisseur hat den Preis persönlich entgegennehmen können. Der Kurzfilm René von Tobias Nölle gewann den Prix de la Jeunesse. 2.200 Franken bekam der Zürcher Regisseur dafür. Die Swissmade-Redaktion gratuliert den Gewinnern. Der Animationsfilm Max & Co. flimmert ab 13. Februar über die Kinoleinwände. Der bisher teuerste Schweizer Trickfilm der Gebrüder Guillaume aus Fribourg wird auf Schweizerdeutsch gezeigt. Bekannte Stimmen wie die von Gilles Tschudi, Dodo Hug, Viola Tami, Beat Schlatter oder Patrick Frey hauchen den süßen Figuren Leben ein. Ein Spaß für Groß und Klein. Beim diesjährigen 61. Internationalen Filmfestival in Locarno wird der italienische Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent Nanni Moretti geehrt. Die Retrospektive zeigt die wichtigsten Werke wie zum Beispiel »Ich bin ein Autarkist« aus dem Jahre 1976 oder Filme, in denen er sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellt, wie zum Beispiel »Der Taschenträger« von 1991. Offiziell wird die Retrospektive im Rahmen der derzeitigen Berlinale präsentiert. Nanni Moretti wird im Rahmen des Filmfestivals seinen 55. Geburtstag feiern, nämlich am 19. August. Hut ab! Cargo ist der erste Science-Fiction-Film, den die Schweiz je geplant hat. Die Geschichte spielt in einem Raumschiff in der Zukunft ab. So könnte es also etwas aussehen, wenn unsere Umweltprobleme die Erde zum Kollabieren bringen. Wir sind an der Vorstellung von diesem Riesenprojekt zu Winterthur mit dabei gewesen. Willkommen in der Zukunft. Science-Fiction-Fans, aufgepasst. Denn der erste Schweizer Science-Fiction-Film wird derzeit in einer Lagerhalle in Winterthur gedreht. Der Filmtitel Cargo – Der Weltraum ist kalt. Das Filmteam und einige der Schauspieler haben vorab zu einer Pressekonferenz und Set-Besichtigung eingeladen. Jedoch waren Filmaufnahmen der Kulisse strengstens verboten. Der Filmrequisitensammler Roman Güttinger ist in die Rolle des Moderators geschlüpft. Produzent Marcel Wolfisberg verrät uns einige Details zum Film. 6 Jahre ist man dran, das habe ich gesagt. Wir produzieren auf knapp 3000 Quadratmeter mit ungefähr 80 Tonnen verbautem Material für alle Sets. Mit 3 in 8 Wochen, plus noch fast eine Woche im Sommer für Aussendrehs. Beteiligt, bis abgezählt auf den letzten Mann, der auch im 3D arbeitet, sind es mittlerweile etwa 120 Leute. Der Crew steht ein Budget von sage und schreibe 5 Millionen Franken zur Verfügung. Zur Story. Wegen eines Öko-Kollaps lebt die Menschheit nun in überfüllten Raumstationen im All. Der paradiesische Planet Rhea ist die einzige Hoffnung, jedoch 5 Lichtjahre von der Erde entfernt. Cargo spielt auf dem heruntergekommenen Raumfrachter Cassandra, der auf dem Weg zu einer abgelegenen Station ist. Die junge Ärztin Laura ist als einzige wach, tiefgefroren im Kälteschlaf ist der Rest der Besatzung. Sie hat das Gefühl, doch nicht allein an Bord zu sein und weckt daher ihre Besatzung, um sich auf die Suche zu machen. Für die deutsche Theaterschauspielerin Anna-Katharina Schwabrow ist die Rolle der Ärztin Laura besonders interessant. Sie ist so natürlich, sie hat so eine positive, frische Naivität, die mich berührt, weil sie so offen ist und nicht so voreingenommen in Situationen reingeht, sondern einfach in die Situation reingeht und erstmal vom Positiven ausgeht und dann überlegt. Aber ja, das gefällt mir an ihr. Genau, diese freundliche Frische. Yang Zom Braun, die erst vor kurzem mit Al Pacino in seinem Streifen Salo Maybe mitgewirkt hat, spielt Miyuki Yoshida. Das Gesamtdrehbuch habe ich interessant gefunden. Aber ich habe plötzlich so Flash von Solaris, von dem Gefühl her, atmosphärisch, wenn man es gelesen hat. Ich habe es spannend gefunden, dass etwas sich wagt, in der Schweiz einen Science-Fiction-Film zu machen. Weil es ist wirklich ein Genre, das noch nie benutzt worden ist. Das habe ich nicht einmal gewusst. Ich dachte, es hätte sicher mal irgendwann einen gegeben, den ich nicht gesehen habe, aber scheinbar nicht. Und dann Yoshida ist eben die Computerspezialistin und ich finde es interessant, weil in den amerikanischen Filmen siehst du immer so Computerspezialisten, die Geeks.
so mit Brillen und weißt, so sehr so klischee-mässig und so. Und dass sie mir so die Rolle habe, habe ich noch recht interessant gefunden. Martin Rappold verkörpert Samuel Decker, einen Security Officer, der mehrere Identitäten besitzt. Doch ob er schlussendlich zu den Bad Guys gehört, wollte er nicht verraten. Zu seinen Science-Fiction-Vorbildern zählen der Papst von Science-Fiction, obwohl er nur einen gemacht hat, ist Stanley Kubrick. Das ist also, ich habe nie mehr etwas gesehen, wo von der poetischen Art und Weise, von der philosophischen Seite, von der musikalischen her über Space Odyssey 2001 übergeht. Das ist schon der Meilenstein für mich. So. Regie führen gleich zwei kreative Köpfe, Ivan Engler und Ralf Etter. Das Genre Science-Fiction fasziniert beide. Die Zusammenarbeit klappt perfekt. Ja, der Ralf ist der Spezialist für Figuren und Layers innerhalb von den Figuren. Ich bin der Spezialist für das Visuelle und ich glaube, so ergänzen wir uns eins zu eins perfekt. Also es ist so, dass wir eigentlich die Ideen gemeinsam entwickeln. Das heisst nicht, dass wir... Also das, wenn ich eine Idee habe, dann geht es zum Ivan und dann kommt es wieder zurück zu mir und dann versuchen wir gemeinsam einen Nenner zu finden, wo wir beide dahinter stehen, wo wir beide super finden. Und bis jetzt ist das sehr oft der Fall gewesen, dass wir, ehrlich, wenn jemand von uns die Idee hatte, hat der andere ehrlich grundsätzlich gerade gut gefunden. Es hat sehr, sehr wenige Momente gegeben, wo wir wirklich Diskussionen hatten. Weil sonst, wenn wir jetzt über jedes Problem diskutieren würden, dann würden wir glaube ich, am Ende nie filmen. Am Set selber ist aber dann Ralf für die Schauspieler zuständig, sonst gibt's Verwirrungen. Ivan wird aber am Drehort sein und sich mit Ralf besprechen. Besonderen Wert legt Etta auf. Also mir ist das Wichtigste, dass am Schluss Menschen auf der Leinwand sind und nicht irgendwelche Schablonen. Und dass man ihre Emotionen, die tief aus ihnen rauskommen. Wer herausfinden will, welche geheimnisvollen Überraschungen Cargo zu bieten hat, muss sich leider noch ein wenig gedulden. Denn der Science-Fiction-Streifen kommt frühestens 2009 in die Kinos. Vom All zurück auf die Erde, und zwar geht es auf den Fußballplatz. Der Countdown läuft, es geht nur noch knapp 4 Monate und dann fängt die EM an. Fußballfans, die sind aber noch nie nicht. Und der Film FC Murmeli soll da noch ein bisschen Nachhilfe schaffen. Wir haben den Macher vom Animationsfilm über die Schulter geschaut. Los auf Action! Am 7. Juni ist es endlich soweit. Zeit für Helden! Dann startet die 13. Fußball-Europameisterschaft. Dann Anpfiff! Fans aus ganz Europa pilgern dann nach Österreich und in die Schweiz, um ihr Team anzufeuern. In einem Zürcher Animationsstudio arbeiten Jochen Ehmann und Dustin Rees sowie ihr Team fleißig am Zeichentrickfilm FC Murmeli. Der 4-Minüter soll pünktlich zum Anpfiff der Euro 08 über Großbildleinwände flimmern, den sogenannten Public Viewings. Um was es genau geht, verrät uns Professor Jochen Ehmann, Animationsexperte an der Hochschule Luzern und gleichzeitig Regisseur von FC Murmeli. Es geht um fußballspielende Murmeltiere auf der Alm, irgendwo in den Bergen. Also nach meiner Vorstellung spielt das im Bergell in Graubünden. Da hatte ich auch die Idee zu diesem Film. Also sagen wir mal, da sind mehrere Ideenstränge zusammengekommen. Ich gehe da relativ oft zum Wandern. Da gibt es natürlich Murmeltiere und es ist eine sehr schöne Landschaft, wo man wirklich auch die Gedanken dann so... Die gehen dann raus und da fände ich den Platz ideal angesiedelt, wo Murmeltiere aus ihren Höhlen rauskommen und mit dem alten Lederball anfangen zu kicken, zu bolzen, wie früher irgendwo im Hinterhof. Von der ersten Idee bis zum fertigen Film hat es jetzt gut 2 Jahre gedauert. Wichtig dabei ist vor allem das Storyboard. Es handelt sich hierbei um die zeichnerische Version eines Drehbuches in der richtigen Reihenfolge. Während der Produktion gab es immer wieder Änderungen. Einige Übergänge funktionierten nicht oder wurden ganz gestrichen. Der Prozess dauerte insgesamt 2 Monate. Der Zeichentrickfilm ist noch nicht ganz fertig. Ende Februar soll aber alles stehen. Produziert wird der Streifen von Philipp Delacy von der Produktionsfirma Das Kollektiv. Und so entsteht ein Animationsfilm. Eine der Voraussetzungen? Viel Geduld. Ich bin gerade dabei, eine Zeichentricksequenz für den Film Murmeli, FC Murmeli, zu machen. Und es geht um eine Sequenz, die ein Fußballspiel in der Luft zeigt. Kann man hier auf dem Storyboard ganz gut sehen. Und zwar versuchen diese Murmeltiere mit Hilfe ihres Fußballs einen Adler abzuwehren, der sie natürlich versucht zu fressen, was Adler so machen. Und jetzt bin ich eben dabei, auf klassische Art und Weise mit Zeichnungen, mit Phasentrick, wie das heißt, diese Sequenz zu animieren, also sprich in Bewegung zu bringen.
Die fertigen Zeichnungen kommen dann zum zweiten Regisseur Dustin Rees. Der hat übrigens vor kurzem bei den Solothurner Filmtagen den Preis für den besten Nachwuchsfilm abräumen können. Die Studioleitung hat er ebenfalls übernommen. Nachdem der Jochen fertig ist oder alle unsere Animatoren fertig sind, kommen die Grobzeichnungen zu mir. Das ist meistens, also das ist jetzt eine Sequenz, da kommt der Peterli, das ist unser Hauptheld, kommt gerade aus dem Loch. Das ist so ein Spiegelchen von ungefähr, was haben wir da? Das sind wir jetzt bei 55 Zeichnungen. Also die 55 Zeichnungen werden dann nachher einzeln aufgenommen über unseren Line-Tester. Nachdem man dann so die Sequenz mal aufgenommen hat, wo man gerade Lust hat, oder die ganze, oder man ist noch nicht so weit und man macht nur einen Teil davon, nimmt man es dann da rein und schaut mal, ob man auf dem richtigen Weg ist. Der Line-Tester, der mit dem Computer verbunden ist, überprüft also, ob die Grobzeichnungen Bildfehler enthalten. Wenn alles in Ordnung ist, werden die Konturen der Figuren auf einem Extrablatt nochmal gezeichnet. Ebenfalls benötigt man die Schatten der Figuren. Die zwei Stapel werden jetzt einzeln gescannt, danach mit Farben versehen. Und jetzt anstatt, dass wir da jetzt einfach irgendwie mit dem Photoshop einfach so mit dem Tintenfässchen direkt in die Originalzeichnung reinfuschen, tun wir die Felder kolorieren. Das heisst, wir können dann ganz abrupt die Farbe nehmen. So, was haben wir da jetzt genommen? Seine Grundfarbe habe ich da jetzt ein ganz hässliches Violett genommen. Und dann diesen Bereich quasi kolorieren. Das kann man dann mit dem richtigen Strich anschauen, damit man dann sieht, aha, so sieht der Strich, der oben drauf ist, aus. Und dann machen wir so seine Zeichnungen. So, dann kommt er da sein schönes blaues T-Shirt über. So. Mit den Schatten geht es ungefähr 3 Stunden. Für so eine Sequenz, für 50 Seiten, 3 Stunden. Regisseur Jochen Ehmann hat akribisch recherchiert, Murmeltiere in der freien Natur beobachtet und im Naturkundemuseum die ausgestopften Tiere gezeichnet, sodass die Proportionen und Gesichtszüge stimmen. Die Gags entstanden dann während der Produktion. Als eingefleischter Fußballfan lautet seine Prognose für die EM 08. Ich habe mir vor, als die WM war, da habe ich gewettet, dass die Schweiz bei der EM, und ich sage das nicht, um mich hier irgendwie anzubiedern, sondern da hatte ich gewettet, dass die Schweiz wirklich bei ihrer eigenen Europameisterschaft mindestens ins Halbfinale kommt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, weil im Moment sind sie nicht so gut, wie ich sehe. Aber mehr Tipp würde ich mir nicht wagen. Wir hoffen natürlich, dass die Schweizer an der EM kräftig punktet. Es wird sich zeigen. Das war von Swissmade. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Wo ja das Fußballfieber in der Schweiz schon noch etwas ansteigen lassen. Gargo ist der erste Science-Fiction-Film, den die Schweiz je geplant hat. Ich muss noch mal, sorry. Das habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Also gut. Gut. Aber etwas so, oder? Gut. Sorry, ich muss noch mal. Stimmt überhaupt? Habe ich etwas vergessen? Hey Mann!